Als nächster Redner ist der Abgeordnete Vogel an Bord. Ja, Bundesrechnungsabschluss, und ich glaube, es ist schon vieles gesagt, und ich glaube, man kann zusammenfassend nochmal sagen, wenn hier immer von Schuldenmachen und Schuldenpolitik geredet wird, dann schauen wir uns die Zahlen an. Und Maastricht-Verschuldung 2016 295 Milliarden, Maastricht-Verschuldung 2017 289,5 Milliarden. Und ich weiß nicht sozusagen, wie weit man es hinterfassend sozusagen die Zahlen begreift. Das ist ein Minus von 6,5 Milliarden. Das heißt, wir haben hier eine absolute Verschuldung, die zurückgegangen ist, und das trotz offensiver Arbeitsmarktmaßnahmen durch die letzte Regierung, trotzdem, und ich glaube, das muss man auch immer wieder erwähnen, dass wir im letzten Jahr 4,7 Milliarden Euro noch einmal für das Bankenpaket gebraucht haben. 4,7 Milliarden hat das letzte Jahr noch einmal für das Bankenpaket verschlungen, was dann für mich ganz überraschend war im Ausschuss auf die einfache Frage, wenn 4,7 Milliarden zusätzlich für ein Bankenpaket ausgegeben werden, warum dann sozusagen die Mittelüberschreitung nur 4,2 Milliarden waren. Auf diese einfache Frage konnte mir im Ausschuss niemand eine Antwort geben. Inzwischen haben wir die Zahlen bekommen, und inzwischen wissen wir, es wurde zwar in dieser Abbaugesellschaft keine Vorsorge getroffen, allerdings wurden 500 Millionen im Finanzministerium für diesen Posten zurückgestellt. Und warum reite ich jetzt gerade auf diesen Posten so herum? Weil es unsere Aufgabe hier in diesem Haus ist, die Bundesregierung zu kontrollieren. Und wenn wir diese Kontrollaufgabe wahrnehmen wollen, wenn wir unsere Rechte einfordern können wollen, dann brauchen wir Zahlen. Und was wir natürlich erleben ist, und genau beim Thema Bankenpaket war es ja gar nicht so einfach, diese 4,7 Milliarden zu erfassen. Du kriegst Zahlen um die Ohren geschmissen, 1,2 Milliarden für Haftungen, dort ein paar hundert Millionen. Unsere Aufgabe ist es, wie kommen wir zu Zahlen und wie kommen wir zu vernünftigen und zu verständlichen Zahlen. Hier auch ein Dank an den Rechnungshof, der sich hier immer wieder bemüht. Aber auch unsere Aufgabe als Abgeordnete wäre es, hier wirklich auch auf dieses Kontrollrecht zu pochen. Und darum habe ich die Diskussion im Ausschuss nicht verstanden, dass man mit einer ganz einfachen Maßnahme das Berichtswesen vereinfachen könnte. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch, würde sich sofort umsetzen lassen. Und hier zu sagen, wir müssen erst noch groß beraten. Ich frage mich, was muss man groß beraten, wenn es um unsere eigenen Rechte geht, dass wir die stärken, dass wir Transparenz schaffen. Weil nur dieser Beteiligungskontrollbericht zum Beispiel zeigt genau diese Verflechtungen der Banken auf. Alles andere kannst du über einen Dreisatz irgendwo herrechnen, aber diese genaue Zahl siehst du genau in diesem Bericht. Und darum sind diese Berichte für uns in unserer Arbeit so wichtig. Und darum tut es mir auch manchmal ein bisschen weh, wie lieblos und sorglos wir mit diesen Berichten dann in den Ausschüssen umgehen. Dort würde ich mir mehr Diskussion erwarten, genauso wie ich mir mehr Diskussion zu einem Bundesrechnungsabschluss erwarten würde, weil dies zeigt in Wirklichkeit, es ist nicht Ankündigungspolitik, wie es gern gemacht wird, sondern das ist die reale Politik, die passiert ist, und da heute wird zusammengerechnet und die Zusammenrechnung ergibt, wir waren erfolgreich, wir haben die Schulden in diesem Land gesenkt, und es war eine gute Politik, die wir betrieben haben. Applaus